Das ist die Sache mit dem Erwachen. Da wird so viel drüber geredet. Und ich sage immer wieder, wie definierst du wach? Wach sein heißt letztendlich in irgendeiner Art und Weise mit Informationen konfrontiert werden. Betonung liegt auf Information. Und man muss sich wirklich, man muss, Mann, auf Geist, der mich jetzt sprechen hört. Der Bewusstwerdungsprozess beginnt, sagst du mal, dass du dir einen Fokus drauf richtest, wenn du was mit was sympathisierst. Dass dieses unbewusste Ausdenken, diese Geräusche, die Worte, die du jetzt hörst, die Vorstellungen in dir aufbauen. Dass ich die zwei Seiten merke, dass ich alles austauschen kann, das Richtig und Verkehrt und das Gut und das Böse. Und dann komme ich in eine arithmetische Struktur. Und ich sage, wir bleiben mal Plus bei Plus und Minus. Ich sage immer wieder, wir haben ein Gut und das platzt auf in Gut und Böse. So wie der Tag, 24 Stunden, der heilige Tag. Das sind all die Sachen, seit 20 Jahren predige ich, das in Tag und Nacht sich teilt. Das ist jetzt die Welle, die aber gleichzeitig da ist. Muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Wir machen jetzt wirklich einmal ein bisschen neue Sachen, dass ich was dazu mache. Und wenn ich jetzt Plus und Minus habe, müssen wir jetzt erst einmal definieren, wie definiere ich Plus und Minus. Und ich sage jetzt einmal, Plus heißt verbinden und Minus heißt trennen. Jetzt wird es aber interessant, wenn ich jetzt von einem Objekt rede, das in mir auftaucht, kann ich das Plus und denke einfach mal bei dem Plus an der Zielfernrohr, wo ich jetzt irgendein Objekt anfokussiere und ich verbinde mich jetzt gedanklich mit einer Information, die in einer gewissen Entfernung von mir zu sein scheint, ist in mir drinnen, dann wird es Plus, dass etwas existiert, ein Objekt. Ich wiederhole nochmal. Ich sage, das Pluszeichen ist wie das Zielfernrohrkreuz. Ich fokussiere ein Objekt an, das in einer gewissen Entfernung von mir zu sein scheint, was aber mit mir verbunden ist, in Wirklichkeit die Entfernung meiner Information ist. Ich kann aber das auch Minus nennen. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Objekt in einer gewissen Entfernung von mir sehe, wo ich auch was, das ist meine Information, habe ich dieses Objekt von mir getrennt. Das ist dann Minus. Ist jetzt ein Objekt, das in mir auftaucht, ein Minus oder ein Plus? Das ist eine Frage der Perspektive. Das ist auch wieder vom absoluten Mittelpunkt aus gesehen, wenn ich sage, die Quelle allen Seins, darum muss man das immer wieder wiederholen. Wenn ich die nach oben setze, dann fällt mir was ein. Und wenn ich die mir nach unten denke, El Hayom, Gott, das Meer, dann taucht ein Gedanke in mir auf, weil alles kommt ja aus der Quelle allen Seins. Das Problem beginnt schon, wenn ich die mir vorstelle und ausdenke. Dann kann ich nur sagen, ist sie oben oder ist sie unten? Was aber beides ein Blödsinn ist, sie ist in der Mitte. Und diese Mitte ist jetzt ganz, ganz wichtig. Unser einfaches Beispiel ist die Camera Obscura. Und da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Jetzt müsste ich aber Physik noch mitmachen. Das heißt dazu in der Physik, wenn ich eine klassische Kamera nehme, wie ich mir die denke, habe ich ja immer noch, das ist ja eigentlich, unsere Linse ist ja eigentlich, Linse ist ein ganz interessantes Wort. Was ist eigentlich Linse? Was bedeutet Linse? Das ist ja so eigenartiges, ich mache es einmal ja so. Auge. So wie ein Auge, so ein gewölbtes Ding. Dass aber bei einer Fotolinse ich ja den Punkt, der ideale Punkt in der Camera Obscura ist ein Nichts. Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Wir müssen ja jetzt die Blende aufmachen und eine gewisse Blendeneinstellung machen, abhängig von der Helligkeit oder von der Verschlusszeit. Das ist schon chronologisches, raumzeitliches Denken, also mit Zeit und Raum. Weil wir jetzt von Entfernungen sprechen, immer auf das Wort Entfernung achten. Egal von der Entfernung, von dem Punkt, von der Linse zu dem Außenobjekt oder zu, in unserer Kameradarstellung, zu der Rückseite, wo der Film hängt. Du wirst feststellen, das ist aber diese Entfernung, muss ich meine Blende einstellen und die Blende erzeugt jetzt eine Tiefenschärfe, einen gewissen Bereich, wo ich Schärfe habe. Was aber in der Originalkamera Obscura jetzt abstrakt gedacht, was das Symbol darstellt, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil der Punkt ist ein idealer Punkt, der ist ein Nichts, das bist du geistesfern. Wenn ich von einer Information spreche, befindet sich diese Information in dir. Jetzt denkst du dir natürlich schon wieder Gehirn. Dieses Gehirn ist ein absoluter arithmetischer Punkt. Dieses Nichts, in dem sich alles befindet, das ist Allah. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz, da übertrage ich das Bild. Ton brauchen wir nicht.
Schwingen wir noch mal ganz kurz rein. Dann machen wir zuerst einmal die Kamera. Was das eigentlich bedeutet, habe ich übrigens alles schon gezeigt. Und dann wirst du zuerst einmal feststellen, das ist ein Gewölbe. Da haben wir GE Quadrat, so wie ich das nenne, der Geist wird zu JCH. Und es fängt an, sich zu wölben. Der Geist fängt an, sich zu wölben. Dann haben wir doppelt aufgespanntes All. Hochheben und Joch. Das ist das Öl. Und das ist in ihr. Ja. Wir können jetzt natürlich auch dieses BEBLF lesen. Und dann heißt es kommen. Kommen, es kommt was. Co. Wie ein kreisender Augenblick bestehend aus 2 mm, die eine Existenz werden. Okay, Kamera des Gewölbe. Interessant. Schau, wenn wir die jetzt mal hier schauen, eines Z, die Geburt im Meer, wird zur Raumzeit. Es ist auch eine gewölbte, geöffnete Ecke. Immer an unsere Ecke denken. Ich liebe ja die Ecken. Unser Tetraederspiegel, hüben 3 und drüben 3. Diese gewölbte Decke, das heißt also, dass also hier, wenn du da reinschaust, wird die Ecke eigentlich zu deinem Gesichtsfeld. Ob ich jetzt das mit 2 oder mit 3 mache, gehen wir gleich drauf ein. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir hier so diese lateinischen Wörter, wenn du es anschaust. Das ist natürlich die Maschinenübersetzung, war da sehr ungenau. Das ist jetzt, das wird kurz übersetzt, das sind aber 4 Wörter, da stimmt was nicht, ist ein gewölbter Stein. Jetzt müssen wir natürlich wissen, dass der gewölbte Stein, die Schöpfung einer polaren Existenz, man spricht es eben aus, GE Quadrat ist eben. Das spricht man eben aus, um das nochmal zu sagen, das hebräische Wort. Das ist der Stein. Jetzt macht natürlich hier der gewölbte Stein, der ist eigentlich eben. Das sind Hüben 3 und drüben 3, die müssen wir zusammenschieben, weil das eigentlich eine Ebene ist. Mhm. Ist logisch. Das heißt, die Schöpfung einer polaren Existenz, ich mache es jetzt bloß wieder so. Genau genommen ist plus minus, oben Wellenberg und Wellendorf eigentlich dieses Nichts. Ja. Gut. Wird noch viel interessanter. Also Kamera ist klar, das ist das Gewölbe. Lapidais ist der Stein. Und jetzt schauen wir mal, was das jetzt hier, wenn wir das einzeln machen. Und jetzt kriegst du den Gewölbekomplex. Jetzt kommen wir schon eher in den Bereich unserer Tetraederstruktur, die ich in den arithmetischen Schriften darlege. Mhm. Okay. Dass auch der Kubus mit drin ist. Ich mache jetzt ab. Genau so ist es. Der Kubus war dann der Raum. Ja. Komplexus. Jetzt könnte ich da natürlich die ganzen lateinischen Sachen, wird alles für sich selber, das ist natürlich eine Barge, das ist hier interessant, über der bei hochgehender See ein gewölbtes Bretterdach angebracht ist. Das ist Bara, Pi. B-R-E, B-R-L-F kann ich auch Bara lesen. Speziell von Gott erschaffen, da kommen wir dann gleich noch mit drauf. BAE als LF gelesen, erschaffen durch Gott, bin ich drauf eingegangen, ist Pi. Ich brauche mein Pi, die Weisheit Gottes. Und das ist erweckt in einem Dach. Das Dach, wissen wir auf Hebräisch, ist GG. Das Dach, 3,3 kann ich 33 lesen, es ist ausgedacht. Mhm. Darum ist es eine Welle. Das sind unsere überlegten Gedankenwellen. Das ist alles bekannt. Ich habe jetzt nur die Kamera gemacht. Jetzt schauen wir uns mal das Obskure an. Jetzt wird es natürlich ganz hart, weil das Obskure setzt sich zuerst einmal zusammen aus der Vorsilbe ob. Das heißt, Augenblick, den O, einfach immer an das Kreisendenken unten. Wir haben diese Polarität. Darum ist zwangsläufig, muss das natürlich heißen, im Raume die Angabe der Richtung. Ich sage immer, denke mal an unsere und das kleine Bild anschauen, schaue ich nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Und wenn ich jetzt diese Seiten nehme, kann ich die dann nochmal spiegeln in den Außen. Das sind die 16 Seiten. Das heißt, der Bewegung gegen hin, nach hin. Irgendwo schaue ich ja hin. Das Kreisen
ist immer eine Angabe mit in einem gewissen Maß, weil du dir im Hintergrund dir bewusst machen musst, wo denke ich jetzt was hin, nach oben oder nach unten. Denke ich mir was nach oben, ist das unten, das Gegenteil, das nennt man eine Polarität. Aber genau genommen, das haben wir in den letzten Selbstgespräche gesagt, die Mitte wird komplett missachtet, aus der alles entspringt. Okay? Ja. Vor mich hin, über mich hinaus, wie ich will, das Ganze ist um. Aufgespannte Gestaltwerdung ist immer um das Willen und wegen, weil du das willst oder weil du es nicht willst. Das sind wieder die zwei Seiten. Mhm. Okay? Dann, da gibt ja die Unterformen, da könnte man jetzt so weit drauf eingehen, was jetzt hier noch ist. Eigentlich eine Wirklichkeit eines Interesse, eines inneren Seins gegenüber. Gag. Mhm. Haben wir gerade gehabt. Ja. Heißt ausgedacht über dir, ursprüngend Ballon erweckt. Im Interesse, im Inneren der Sache. Wir wissen, Sache ist eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Sache und Ding, germanisch heißt es eigentlich ein Gericht. Zur Sache kommt. Das oder das. Darum haben wir dann hier mit Eifer RW-Ecken. Erweckte, doppelt aufgespannte Ecken ist Rei im Spiegel, sind Geburt von Existenz. Reiznetz, sondern du merkst, da steckt das System drin. Das ist ob, und jetzt mache ich gleich obskur. Wir machen jetzt das erste Mal heute. Ja, ist das falsch. Hm. Jetzt haben wir die Verdunklung. Unser Thema ist die Kamera obscura. Verdunklung. Bildlich dunkel. D-U-N ist Urteil. Mhm. K-L, das wird jetzt wie hochgehoben und ein Joch. Im Dunkeln, ungemerkt, insgeheim. Wir können natürlich das Dunkel wie das Plus-Minus austauschen. Denk an das schwarze Loch und das weiße Loch. Denk an Krishna und Arjuna. Ist für mich das Schwarze die komplette Verbindung aller Farben. Wir haben auch in der Farbe immer die zwei Seiten. Haben wir additive Farbmischung oder subtraktive Farbmischung. Dann kriegen wir zwei Spiegelungen in sich selber, wenn wir die Farbmischungen anschauen, das Farbenspiel anschauen. Also da ist jetzt zuerst einmal die Dunkelheit, das ist ja Kaschak, die Verdunklung, das hebräische Wort. Ja. Es ist die Finsternis, hast auch Unwissenheit. Das setzt sich zusammen, das ist das Wort ganz geschrieben. Die Dunkelheit, die Finsternis, die Verfinsterung, dunkel werden, was aber jetzt wichtig ist, dass das Kaff ja auch ein Suffix sein kann. Und dann haben wir nur noch Kasch, das ist eine Unterform von Kosch. Schauen wir uns das Kosch an. Und das ist dein Empfinden. Kaff am Ende. Dein Empfinden, dein Gefühl. G-E-Quadrat fängt an, etwas zu fühlen. Zu fühlen. Ich sage, das, was du fühlst, ist das, was du selbst in dir aufwühlst. G-E-Quadrat, der Geist, der J-C-H-I-C-H ist, fängt an, was zu hören. Ist interessant, ne? Jetzt haben wir einen Sinn, der aus zwei NN hin besteht. Diese raumzeitliche Intellekt erzeugt immer zwei Existenzen, wo du bloß eine anschaust. Darum ist 50-50 Jahrhundert die Affinität. Und jetzt heißt, Hasch alleine wird normal übersetzt mit Eilen, Empfinden, Fühlen. Du merkst jetzt, darum habe ich das gemacht. Eilen wiederum. Es bewegt sich, der Wechsel der Bilder in dir passiert mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Der Dart ist immer mit Lichtgeschwindigkeit. Was du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, ist immer hier und jetzt. Da brauchen wir jetzt den Einstein dazu. Die spezielle Relativitätstheorie. Wenn wir die genau anschauen. Okay? Ja. Du wirst jetzt merken, schau, das Ganze wird jetzt bedeckt. Das Act. Das fängt dich jetzt an zu verhüllen. Das heißt, um dich rum, wenn Licht ist, ist eigentlich Dunkelheit. Bei mir jetzt hast du mal die vier Seiten, die zwei Seiten zu vier Seiten machen. Das ist in den Haarhintergrund reden lassen. Denk an die Kamera obscura. Das, was angeblich außen ist, ist eigentlich in dir drin. Es ist zuerst in dir drin und du spiegelst das nach außen, aber ich werde dir gleich beweisen, dass weder noch ist. Es ist immer, es bleibt immer in dem Punkt, der du selbst bist. Verstecken, diese Ecken werden jetzt zu Bergen.
Ich mache es so. Oder unsere Spitze, wenn ich immer sage, schau in den Raumspiegel rein. Wand, hüben eine Wand, drüben eine Wand und eine D-Ecke, eine geöffnete Ecke. Wenn du die jetzt die wie eine Pyramide, eine Dreieckspyramide über dich drüber stellst, dann fängst du an zu verstecken und du fängst dich an selber zu verbergen. Dann wird es wie ein Berg. Wir schauen immer von vorne auf den Tetraeder auf, den kann man auf den Kopf stellen. Ich schaue ja nach oben. Okay? Und jetzt schauen wir uns das, du merkst, das ist Physik, es wird lückenlos, du kannst es nur ahnen am Anfang. Und jetzt schauen wir mal das Kur selber an, ohne das ab. So, und das Ganze platzt jetzt auf. Ein Pflasterdreher sagt dir, da steckt jetzt das Laster schon drin, diese gewussten Facetten sind ein Laster, ein Pflaster. Das heißt immer wieder die Puzzlestückchen, wo ich sage. Und du klaust jetzt als Tagedieb eins dieser Puzzlestückchen und stellst es vor dich hin. Macht irgendwie einen Sinn, ne? Und jetzt haben wir natürlich die zwei Seiten. Immer wieder dran denken, ein Lebemann kann, wenn ich immer sage, der Udo ist ein lustiger Gesellschafter, ein lustiger Bruder. Ein Spaßvogel, ein Spaßmacher, ein Witzbold. Kann natürlich auch negativ ein Schmarotzer sein. Ein Schmeichel, immer Plus und Minus. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Okay? Die ja. Lustig. Und ich sage, die Welt ist ein Witz. Dein Traum ist ein Witz und du hast die Birne noch nicht verstanden. Ja. Den Punkt. Punkt. Den Punkt. Darum dreht sich das dann mal alles. Und jetzt mache ich, wo wir das gerade offen haben, springe hier mal ganz kurz rein. Jetzt mache ich hier nochmal... dass wir das Bild hier nochmal haben. Das ist natürlich, da bin ich, das ist so einfach. Siehst du, da haben wir schon die Dunkelheit, das Obscura. Das wäre jetzt immer wieder das Spiel, befindet sich jetzt das Innen oder Außen. Der Punkt ist im Idealfall ist es dieser absolute Nullpunkt. Sobald wir uns das raumzeitlich denken, ist jetzt das erste große Problem, das, was das Ding in dir vorstellt, was du gelernt hast, da außen ist ein dreidimensionales Objekt und es spiegelt sich jetzt durch diese Linse hinten, da wäre jetzt der Film, der dann durch diese Lichtstrahlen, die da reingehen, praktisch diese Fotoplatte in einem gewissen Maß prägt. Das heißt, aus einer dreidimensionalen Welt da außen, einem dreidimensionalen Gegenstand, wird durch diesen Punkt gespiegelt eine zweidimensionale Darstellung. Das ist jetzt die klassische Optik, die du raumzeitlich lernst, mit Trennung, mit aus. Das sind alles ausgedachte Dinge. Selbst den Punkt denkst du dir jetzt aus. Und darum hast du, wenn du eine Linse hast, entspricht hier die Öffnung des Punktes. Wenn ich jetzt den so einen richtigen Punkt mache, ist da drinnen gar nichts mehr, weil ja nichts mehr reingeht an Licht, an Lichtstrahlen, die ich mir schon wieder ausdenke. Und da ja, obwohl ja Licht, wir wissen ja, Licht heißt jetzt erst einmal die Schöpfung einer aufgespannten Berechnung. Das ist das Licht. Es ist die Schöpfung einer aufgespannten, die Schöpfung ist das, der Schöpfer ist vereinigt im Kopf und die Schöpfung einer aufgespannten Berechnung. Das ist aber ausgedachtes Licht. Das ausgedachte Licht ist nicht das Licht, so wie das die Energie, die wir uns ausdenken, die wir vermehren, die wir verbrauchen, die wir erschaffen in irgendwelchen Kraftwerken. Ausgedachte Energie ist nicht die Energie in der Einstein-Formel. Tausendmal habe ich darauf hingewiesen und dasselbe gilt jetzt für dieses ausgedachte Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Es ist das rote Licht und es ist das ausgedachte blaue Licht. Darum ist ja in dem Wort All, das wir mit zwei L schreiben, haben wir jetzt erst einmal das All, das ist das Nichts, das ist Gott. Das ist das Erste, darum ist es auch die Gewalt. Das hast du noch einige Sachen. Das ist das dann mal nichts und das ist Gott. Das sind die Hauptübersetzungen. Und noch etliches, kann man natürlich auch L aussprechen, unendlich viel. Das wir sind wie das Licht. Wir können auch sagen, das Wirklicht, das wirkende Licht. Wir können das natürlich dann auch blau machen, dann ist es die Schöpfung von Licht. Und darum machen wir da immer zweites L hinten dran, wenn wir alles schreiben. Aber es heißt eigentlich alles, alle es. Le es. Ist aus einem, das Licht, das auseinandergeschmissen wird, wird zur Raumzeit. Und darum kriegst du das, was jetzt all ist, ein Vergöttern, Vergötzen, zum Götzen machen, ist auch eine Nichtigkeit Götzenbilder, ein ausgedachter Gott ist nichts anderes, ob du ein Kreuz anbetest, ob du dich selber anbetest. Ausgedachtes ist Vergängliches, ist existierend und lass es irgendwas Existierendes wichtiger einzusetzen, wie das, was ewig ist. Aber das Ewige wiederum, das Immerseiende kann zwar gedacht werden, aber das ist wie
Denk mir eine vergängliche Ewigkeit. Gut? Ja. Nur auf die Worte, wenn eingehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir das jetzt mit einer raumzeitlichen Logik vorstelle, muss ich da natürlich ein Loch reinmachen, dass ich diese Platte dahin, Platte das Wunder, BLA, ist aber TT. Das Wunder ist eigentlich Pi. Das ist übrigens alle rückwärts gelesen. Ich hoffe, dass unser Internet läuft, weil es den wieder nicht hat. Habt ihr mich? Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Wird es auch da? Gut, jetzt hat das. Da spielen wir mal, wenn der Server. Schau, das ist jetzt alle rückwärts gelesen. Da wird es jetzt schon interessant, Nummer 4, 26. Als Abbasch. Das ist, da haben wir ja diese Möglichkeiten. Es ist das Ungewöhnliche, das Wunder. Ich sage immer wieder, da haben wir zuerst einmal Unde drinnen. Weißt? Da haben wir die Wunde schon mit drinnen. Eine Wunde, dann haben wir das Wundsein, das Trauma, die Traumschöpfung, Trauma, die Traumschöpfung, eine Wunde schlagen, aber Unde ist das doppelt aufgespannte. Unda ist ja die Welle, sage ich immer wieder, und das Unde ist jetzt natürlich ganz, das heißt von wo, woher, woher kommt es eigentlich? Woher, wovon, von wie, wo heraus kommt es eigentlich? Immer aus der absoluten Mitte. Das Fundament, das hier befindet sich alles und die beiden Seiten, jetzt kommen wir in einen vollkommen neuen Denkbereich. Haben wir zwei, eine Dreidimensionalität da außen, wird zu einer jetzt in der Kammer, zu einer Zweidimensionalität da innen, muss ich natürlich ein Loch aufmachen, dass diese Licht, wir waren gerade beim Licht, die Lichtstrahlen rein können. Dadurch, die Lochöffnung macht die Tiefenschärfe aus. Was für ein Bereich hier, was für eine Tiefe abgebildet wird. Das ist alles unheimlich logisch. Das ist so logisch, wie wenn ich jetzt wieder ein Glas nehme und ich schlage das Glas an und es macht bling, weil ich so programmiert bin. Mit der arithmetischen Wirklichkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Wir machen das jetzt einmal anders. Ich sage, die Spiegelung hier hinten ist das da mal oben. Unten wird nach oben gespiegelt, unten wird nach, oben wird nach unten gespiegelt, rechts nach links und links nach rechts. Das weiß man ja. Es ist bloß ein riesengroßer Fehler, dass in der Wirklichkeit es anders aussieht. Du denkst jetzt einmal, dieses Krishna ist das schwarze Loch, in dem sich alles befindet. Das ist ein aufgeblasenes Ding, das eigentlich der Punkt ist. Mhm. Wenn wir uns das jetzt räumlich, das innenräumlich vorstellen, geht es einen Schritt weiter. Da der Punkt unendlich klein ist, haben wir unendliche Tiefenschärfe. Und das ist nicht da hinten eine Fotoplatte, die belichtet wird, sondern das ist der sogenannte imaginäre Innenraum, gespiegelt, der Punkt jetzt aufgeblasen. Und was jetzt hier, wir haben auch wieder in dem Dreieck, immer dran denken, in unserem Spiegeleck wird rechts links verdreht und oben und unten verdreht. Das ist auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Was aber zusätzlich noch kommt, auch die Tiefe, das heißt, was hier nah an dem Loch ist, ist hier nah an dem Loch und was hier weit weg ist von dem, ist weit weg von dem Loch. Das heißt, der dreidimensionale Gegenstand steht hier in der Kiste gedachterweise dreidimensional auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Ich kann die dritte, ich muss das ja nicht auf der Fläche projizieren, ich kann ja auch sagen, das da vorne ist da und das da hinten ist da hinten. Ich müsste jetzt praktisch den Turm hier spiegelverkehrt aufbauen und hier auf den Kopf reinstellen, als dreidimensionales Ding. Jetzt hast du hüben drei und drüben drei. Ja. Und die heben sich jetzt, weil Minus mal Minus Plus ist, heben sich diese zwei hüben mal drüben drei Bilder, heben sich komplett Minus mal Minus in dieses Plus, das ist es ein Sub auf. Das heißt, da ist alles drin und ist nichts drin. Wer hören kann, der höre, wenn man es versteht, kann ich dir sogar vorrechnen, wenn du das willst. Das ist dieses klassische Prinzip. Jetzt gehen wir da wieder zurück. Dass ich immer wieder auf diesen schönen Feynman in Du bist ich, dieses Feynman-Zitat, dass die Wissenschaft in einer Sackgasse ist, die nur noch kommerziell ist. Und dass alles, was bisher an Wissen besteht, muss gleich bleiben, es darf nicht verändert werden, die Puzzlestückchen, es muss aber das neue Wissen, muss über dieses Wissen hinausgehen, es muss eine große Synthese bilden, das macht Holofeeling. Da kannst du jetzt wieder als kleiner Bild sagen, was habe ich damit zu tun? Ich sage, du denkst dir das jetzt alles aus, du denkst dir auch den Uwe aus. Und darum ist mir wichtig, dass du zuerst einmal dir bewusst machst, jeden Moment, was ist jetzt da, und dir vor allem bewusst machst, was glaube ich eigentlich noch?
wenn du ein Haus anschaust. Ihr könnt jetzt wieder sagen, dreh jetzt, denk einmal jetzt an deinen Kopf und dann drehst den Kopf um 90 Grad, mach das. Du, ich rede mit dem, der jetzt vom Computer sitzt, mach das und dann wird sich das Bild auf deiner Verabrede verändern. Und jetzt frage ich dich, meinst du, das Zeug war die ganze Zeit da außen, das du jetzt auf der Verabrede hast, bevor du den Kopf gedreht hast? Kann man einen Punkt, der nichts ist, eigentlich drehen? Das ist jetzt beginnt das große Problem mit dem Spin in der Quantenmechanik. Ein dimensionsloses Nichts kannst du nicht drehen, du musst jetzt erst an Radius denken. Das setzt man alles so voraus. Aber was du vor dich aus dir heraussetzt, ist trotzdem nur in dir drin, in diesem einen Punkt. Und dann beginnt dieses Spiel der Unsymmetrie. Das ist aber die Unvollkommenhaftigkeit, das Fehlerhafte in dir ist. Es ist sehr komplex und solche sind wirklich Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und was wir jetzt machen, jetzt muss ich doch nochmal zu sich, was ich, habe ich es vergessen? Was ich jetzt wollte, jetzt springe ich mal kurz in unseren letzten Eindruck rein in den Chat. Da fahre ich einmal hoch. Dieser Eindruck von mir, der springt immer drüber hinaus. Da sind wir jetzt. Ich will mal zeigen, wie präzise das Ganze ist. Das ist also eine Internetadresse. Bipolitik, Stimme der Vernunft. Das waren jetzt hier 153.000 Abonnenten. Und da mache ich jetzt, da gibt es natürlich auch wieder Plus und Minus, immer an die 16 Perspektiven denken. Und ich mache jetzt nur mal hier diese 153 als Pyramidenwert. Das ist es. Hebräische Wort zuerst einmal rot geschrieben, die Wahrheit, die Zuverlässigkeit der Werkmeister und der Künstler. Man könnte das natürlich auch dann mischen, da ist das Amen mit drin, mit Artikel H vorneweg, Vertrauen, die Zuverlässigkeit. Dann habe ich nochmal einen Pyramidenwert, das ist jetzt praktisch hier, der im Urzustand, anfänglich ist der große Werkmeister. Und du musst ein absolutes Vertrauen in den Werkmeister legen. Ja. Denken und Wahrnehmen ist nur durch Unterscheidung möglich. Denken heißt ja schon urteilen, DN, geöffnete Existenz, Ken, etwas überlegen und Lügen verbreiten, lateinisch gelesen. Das heißt, ich nehme letzten Endes im Meer nur, NUR, hebraisiert als hebräische Buchstaben, heißt flackern, ein flackerndes Licht. Das sind deine ständig wechselnden Bilder auf dem Bildschirm, Unterschiede in meinem Bewusstsein war. Unterschiede innerhalb eines Bildes und Unterschiede zwischen Bildern, die jetzt aufplatzen, die natürlich in der Datei selber alle gleichzeitig da sind. Nicht Gedachtes unterscheidet sich nicht und ist daher immer eins. Das heißt, es ist im Meer alles eins, bis auf die Welle, die du aufschmeißt. Die kann natürlich mit Oberwellen sehr, sehr komplex sein. Auf die Oberwellen bin ich schon sehr oft eingegangen. Alles Nicht-Gedachte ist daher ein und dasselbe, das ist der Geist. Du bist im Meer derselbe Geist, egal an was du denkst. Der Leser verändert sich nicht, wenn sich seine Informationen verändern. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist. Die 200 Gramm rote Knete, wie ich das nenne. Die Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist E². Schau, GE², der Geist ist E², ICA, ich und du. Und das ist jetzt das Ausgedachte, die geöffnete Schöpfung, JD in Schrecken versetzt werden, repräsiert. Die Shinna-Ecken sind die Punkte, die du anfokussierst. Das letzte Mal habe ich gesagt, der Kreis ist eigentlich ein unendlicher, weil im Kreis denken wir uns ja, bestehend aus aneinandergereihten, Reihe heißt Spiegelwahrnehmung, aneinandergereihten Punkten. Schau mal ein kleines Bild unten an. Und ich sage jetzt, da das aber unendlich viele Punkte sind, wenn wir jetzt das als unendlich bezeichnen, sind es unendlich viele Ecken. Präziser wird das Ganze, wenn wir uns jetzt einen Körper denken, der hat eine Sphäre, das nennt man die Oberfläche einer Kugel, aber zum Beispiel ein Würfel hat eine Oberfläche, jetzt können wir uns die platonischen Körper denken, ich kann mir ja auch jetzt hier, das ist praktisch ein Sechsflächler, ich kann mir ja auch an 8, an 20 Flächler und so weiter, an 100, an unendlich Flächler denken, dann ist letztendlich besteht jede dieser Ecken, was du feststellen, wenn die zusammenfallen, das ist den Auftrag, mache ich jetzt nicht die Bilder nochmal her, das wird dann so gerastert, das sieht man schön an unseren Spiegel, an den Spiegeldarstellungen. Ja. Da haben wir jetzt den Unterschied, beim Kreis ist die unendlichen Punkte, die ich mir denke, sind praktisch immer mit zwei Linien verbunden, Ecke halt, Seiten, ich nenne Seite.
Bathysphäre der Kugel, wenn das jetzt ein unendlich Ekawatt, besteht die Kugeloberfläche, die Sphäre aus unendlich vielen Punkten, wo aber da mal, wenn wir uns das eckig vorstellen, das lauter wirkliche Ecken sind, wo alles auf dem Kopf steht und spiegelverkehrt ist. Das heißt, immer wenn du in irgendeinen Blickwinkel hineinschaust, in eine Ecke hineinschaust, hast du in der Kamera Obscura eine winzige Facette, auch in der Tiefe, die du anfokussierst. Die Ursache ist, dass du das aus dir herausdenkst, aber in dir drin hast. Und das fällt dann in den Punkt zusammen. Ich kann es momentan in wenigen Worten nicht einfacher ausdrücken. Wir sind bei der 153. Jetzt machen wir hier mal Totalwert und äußeren Wert 153. Da habe ich jetzt drei zusammengefasst. Da gibt es natürlich wesentlich mehr. Ich habe jetzt nur, die kommen nacheinander. Das heißt, erst einmal, wenn du es genau schaust, da steht vorne Ben. Mhm. Ist es der Gottessohn? Ist meine Gnade. Drum in Piel gelesen, das ist eine grammatikalische Form, da steckt jetzt schon Zerbi, zuverlässig, beständig, sicher, wahr, wahrhaftig. Das, was ich dir sage, ist absolut aufrichtig. Und das sage ich dem, der mir treu bleibt. Und du wirst von mir getragen, ernährt, erzogen und erhalten werden, bis in alle Ewigkeit. Das nächste Wort ist B sub H, sub 1 sub, das Bewusstsein UPs, UP ist Gott das Meer, in sub H. Und jetzt außen ist der Sturm, der Wirbelwind, wir in Gott und unsere Ruhe kann man natürlich auch rot machen, der Sturmwind. Denk immer an den Wir. Bellsturm. Stur heißt wild, ungeordnet, widerlegt, wobei es dann doch wieder geordnet ist. In Bewusstsein UBs etwas wahrnehmen, weil du bist ja ich und ich bin du. Wir in L, in Gott und außen ist dann der blaue Ruch. Der rote Ruch, wir können das Rot auch machen, dann haben wir den Geist. Wir in Gott sind Geist, das wäre Ruch rot gelesen. Und dann haben wir hier noch einen ganz interessanten Bezahl. Das ist eine Gottheit, die kann man nachschauen. Das heißt, im Schatten Gottes. Im Schatten des schöpferischen Lichtes. Bezahl. Okay? Seid ihr noch dran? Ja. Alles gut? So, und jetzt schauen wir mal. Und da habe ich ja hier... Das ist B, hier nochmal B, diese Internetseite. Politik Spezial. Ich kann das anders einteilen. P ist die Weisheit Gottes. Jetzt haben wir schon. E Quadrat ist das Bewusstsein. Dann Pol, tun, machen, handeln. Das kann man nachschauen. Poli heißt dann mein tun, machen, handeln. Dick heißt in der Mitte, im Mittelpunkt. Ich klicke das nicht extra an. Dann haben wir hier, das können wir natürlich auch rot machen. Die bewusste Weisheit, ich habe jetzt das trotzdem aber so geschrieben, das raumzeitliche Wissen ist das hebräische Wort für Becken und Schwelle, Schinnwelle, eine logische Welle, spitzt sich immer in polaren Ecken ab. Und dann haben wir EZ 7090 gelesen, jetzt heißt Bau, Baum. Das ist eine augenblickliche Geburt. Das sind aber deine raumzeitlichen Wellen, sind augenblickliche Geburten. Und dann kommt Ial, da sind wir, ja. Politik Spezial. Den klicke ich jetzt extra an, weil der spaßig ist. Das heißt bejahen. Fang an, das alles zu bejahen. Sich bereit im Spiegel befinden. Bereit finden. Rot gelesen, göttliches Schöpferlicht, außen intellektuelles Schöpfungs. Das Schöpfungslicht, das ist dein Logos, deine Logik. Darum haben wir hier auch die 41. 41 wird dir nicht sagen, wenn man sich mit Holofeeling auskennt. 41 Am ist die Mutter. Und die Mutter ist deine Logik. Darum ist das hier, dass du bejahst, sich bereit finden, ist das Schöpferlicht und das Spiel, das wiederholt sich ständig in dir selbst. Ja. So, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Jetzt habe ich hier zwei Videos reingestellt. Das ist zum einen dieses Video. Ton habe ich nicht eingeschaltet, brauchen wir nicht. Und zum anderen dieses Video. Mach das. Da geht es einmal, ich gehe ganz kurz drauf ein, die sind lange, fast 3 Stunden. Das sind also Fachleute, die diskutieren, das heißt einmal hier um die tiefe Start, Mythos oder Wirklichkeit, da geht es um die Verschwörungstheoretiker, inwieweit hier im Hintergrund irgendwelche da außen irgendwie die Fäden in der Hand halten, die super reichen, die Illuminaten, nenn es wie du es willst.
Das zweite Video, da sage ich jetzt gleich von vornherein, das ist ein absoluter Blödsinn. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es das erste Mal existiert, ein Gedanke. Nur, wenn du ihn denkst, das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage, begehe niemals den Fehler als bewusster Denker, dass du dir durch deine Ego, durch deine fehlerhafte Logik einreden lässt. Und ich rede mit dem Geist, der mir jetzt zuhört, dass irgendetwas oder jemand, den du dir ausdenkst, mächtiger sein könnte wie du. Der Denker ist prinzipiell immer, der bewusste Denker, mächtiger wie ein Gedanke von sich selbst. Weil er bestimmt, er erschafft diesen Gedanken und bestimmt, wie der ist. Damit ist das eigentlich schon vom Tisch. Und dann haben wir hier, raumzeitlich diskutieren hier Fachleute über den Rechtsbruch zur Normalität. Wenn der Rechtsbruch zur Normalität wird, es geht um die Jetztzeit, natürlich um Corona. Das, was unsere Regierung jetzt macht, ist absolut verfassungswidrig. Wir haben hier ganz definitiv die Wiederholung der Nazizeit. Und die Massenmedien verschweigen das, es wird totgeschwiegen, so wie es damals immer wieder war, wo im Hintergrund natürlich dann wieder die Reichen, die Illuminaten sind. Das ist logische Hirnwichserei. Was ich mir wünsche, ist, dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, was ist jetzt da? Pixelmännchen, das sind keine Menschen oder Lautsprecherstimmen. Und du sollst beobachten, was du aufgrund dieser Geräusche und der Bilder für Vorstellungen in dir aufbaust und ob du jetzt jeden Moment dir bewusst bist, dass du derjenige bist, der aus diesen Geräuschen, aus diesen Worten Vorstellungen macht. Ich mache eine kleine Geschichte, weil es mir gerade in den Sinn kommt, zum Thema Nazizeit. Weißenburger Dachblatt habe ich aus der Zeitung heraus. Bericht der Weißenburger Polizei am Silvester, Jahresübergang 2020, 2021. Die Polizei hatte noch niemals in der Geschichte der Weißenburger Polizei so wenig zu tun in Bezug auf Unfälle, auf Besoffene, auf irgendwie Feuerwerkskörper. Da war praktisch überhaupt nichts. Sie hatten über 100 Einsätze, über 100 Einsätze. Wieso? Weil Leute angerufen haben und ihre Nachbarn denunziert haben, dass da mehrere da sind, wie sein dürfen. Das waren die Einsätze. Reine Denunzierung. Und jetzt gehen wir in deine Geschichtsbücher rein, was in der Nazi-Zeit abgelaufen ist. Ja. Die guten Menschen. Das ist der Zustand, den du hast. Das ist Endzeit. Ja. Es ist aber gedacht. Es sind jetzt Worte und wir denken uns was aus. Es sind Märchengeschichten. Und da gehen wir jetzt hier nochmal auf dieses, wie es weitergeht. Hier zwei ermüdende Pixel. Das habe ich jetzt extra rot gemacht. Pi, X, denk an das Christuszeichen, ist Gott. Lautsprechergespräche mit alternativen Fakten. Das ist jetzt zur offiziellen Presse und das sind, du merkst an der Physiognomie, sage ich mal, das sind sehr seriöse Fachleute, Rechtswissenschaftler, die sagen, selbst das Europarecht wird so massiv von unseren Politikern gebrochen. Kann man sich anhören, wenn man will, ist auch spannend, wenn du wertfrei zuhörst. Jetzt habe ich hier schon mal die alternativen Fakten, schauen wir mal, was bedeutet eigentlich nativ. Das heißt, im natürlichen Zustand befindlich, unverändert. Hayom ist das Meer und Ish heißt, was Gestalt annimmt. Okay? Das sind jedes Faktum, eine Tatsache ist eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Das ist ein Ish, eine Gischt. Geh-Ish. Der Geist. Das ist die hebräische Floskel für das Bestehende, die Existenz. Es gibt, es ist vorhanden, es taucht etwas auf. Aus dem Geist kommt ein Ish, das ist die Gischt. Und dieser Geist ist Hayom. Haim schreibt sich das. Das Meer. Ja. Und wenn man älter vor, das ist nichts. Das ist El Haim. Gott das Meer. Das ist das, was allgemein so beginnt unsere Bibel. Ah. Das. Gesamtwert 26. Das ist UB, das ist unsere 86, wo ich immer wieder anspreche. Das ist die rote Fee in der Mitte, wo sich rechts und links hüben. Eigentlich drei, aber jetzt hüben was aufspannt und drüben was aufspannt. Pyramidenwert 200, das ist der rote Kopf im Rai. Wir wissen ja, der Kopf des Schöpfergottes ist der Spiegel. Da ist ein Schauspiel, aber und so weiter und so weiter. Wir machen nochmal hier weiter.
Und als nächstes habe ich jetzt den Lautsprecher. Das ist die Ermüdung, die Erschöpfung, die Müdigkeit. Da müssen wir jetzt natürlich auch, das kann man rot und blau lesen, diese Kombination, da haben wir zuerst einmal, es wird zu zeigen, Ort heißt zeigen. Sobald du nur die Zeichen siehst, wirst du in eine Ermüdung, in eine Müdigkeit reinfallen, du wirst anfangen zu träumen. Das sind aber Zeichen, Erinnerungszeichen, Warnzeichen. Was hier passiert in diesem Video sind Warnzeichen. Jetzt kann ich natürlich auch der Lichtschöpfer lesen, einmal das La Rot gelesen und die schöpferisch aufgespannte Erscheinung. Das ist das, was die sich ausdenken in Maussetzung ihrer Logik. Gut? Also hier zwei Ermüdende, weil die fast 3 Stunden sind, Pixel-Lautsprecher-Gespräche, da geht es immer um dasselbe, um die Einseitigkeit, um Rechtsbruch und so weiter und so weiter. Das sind jetzt diese 2 Videos und jetzt schreibe ich zu 1 alle nur angelesenen oder nur vom Hörensagen gekannten angeblichen Fakten sind ein trügerischer Mythos. Das griechische Wort Mythos bedeutet nämlich Wort, Rede, Gespräch, eine Überlegung, eine Erzählung, eine Sage, ein Märchen. Wenn du jetzt dir den etymologisch anschaust, schwingt es dann über, dass man dann sagt, irgendwie mit Gott in Verbindung stehen, ist ein Blödsinn. Alles, jeder Gedanke steht immer mit Gott, mit dem Ursprung, mit El Hayom, mit dem, der immer ist in Verbindung. Jegliche Art von Existenz, jegliche Art von Gedankenwelt entspringt aus El Hayom. Macht dann Sinn, oder? Es ist der Mythos, der trügerische Mythos. Man muss also definitiv wissen, heißt angebliche Fakten, was du angelesen hast oder nur vom Hörensagen kennst. Selbst wenn ich jetzt normal spreche, dass dein Großvater dir erzählt, dass er in einem KZ war. Ich sage nicht, dass es keine KZs gegeben hat. Jetzt im Moment existieren KZs in meinem Kopf, weil ich sie denke. Das Tödliche ist, das, was du hier und jetzt denkst, was immer hier und jetzt ist, alles, was du zu sehen bekommst, jegliche Art von Information ist immer hier und jetzt in dir, in diesem Punkt in unserer Kamera Obscura. Egal, wo du dir das räumlich und zeitlich ausdenkst, das ist der Bruch des 2. Gebotes. Und wenn jetzt mein Großvater in mir auftaucht, Trockennasenaffe, und erzählt mir, er war im KZ, dann kenne ich das nur vom Hörensagen. Es ist kein Unterschied, ob mir jetzt ein guter Freund, mein Vater, ein Bekannter was erzählt, denkt, ich habe gesagt, meine Marion kommt heim, im Krankenhaus ist nichts los. Das kann ich nur vom Hörensagen bestellen. Ich kann beschwören, dass sie das behauptet hat in meinem Traum, diese Figur. Wenn meine Mutter mir sagt, sie hat mich auf die Welt gebracht, kenne ich das nur vom Hörensagen. Oder es ist angelegene Fakten. Jetzt bring mir doch irgendeinen Fachmann, der nicht permanent immer Zahlen hinhält. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Schiene reingehst, die Sterbezahlen der letzten Jahre, da gibt es Riesen, ich kann die Riesendateien reinstellen, die wissenschaftlich ausgewertet sind, anhand von Angaben, jetzt wenn du normal denkst, des Statistischen Bundesamtes. Die kannst du einsehen, die kannst du komplett rausmachen und dann wirst du feststellen, dass die Sterbezahlen die letzten Jahre praktisch konstant gleich geblieben ist, dieses Jahr inklusive Dezember sogar niedriger sind wie 2019. Wo ist die Pandemie? Jetzt klingt es sehr trügerisch, dass du wieder in eine Einseitigkeit fällst. Bei Holofeeling geht es nicht darum, ob der Henkel rechts oder links ist. Es ist das Beispiel mit dem Klingelingeling. Du hast immer 2 Seiten, eine, die dir logisch erscheint und eine, die dir verkehrt erscheint. Es gibt aber bei Holofeeling 2 Seiten, eine, die du überprüfen kannst. Das ist, indem du einfach schaust, was jetzt ist und was auf einen Gedanken, auf den du reagierst, du durch deine Reaktion für eine Information als nächstes kriegst. Die machst aber du mit deiner Reaktion. Das ist das, was ist. Es geht nicht um richtig und verkehrt, sondern Reizauslöser und Reaktion gehört untrennbar zusammen wie der Wellenberg und das Wellendal. Dass du dir das bewusst machst, sympathisierst du mit dem jetzt, sondern stellst du fest, ich hänge eigentlich noch in der Verschwörungstheoretiker-Seite. Oder sagst du, was ist das für ein Blödsinn, das ist Lüge, wobei die so seriös rüberkommen, diese Typen, wenn du dir das anhörst. Es ist aber alles, was die äußern, ist angelesenes Wissen. Alles, was ein Schröder sagt, sein Wissen, wo er seine Aktionen aufbaut, ist angelesenes Wissen. Und du wirst feststellen, letztendlich kommen wir jetzt in unsere kybernetische Schleife. Alles, was ein Politiker macht, ist abhängig von den Wählern, die er sich ausdenkt. Er will seinen Wählern gefallen. Die, die ihn nicht mögen, wird er sowieso nicht erreichen. Also muss er bestrebt sein, die bestehenden Wähler nochmal zu bestätigen, dass er in ihrem Sinne handelt und eventuell noch etliche andere Wähler dazugewinnt. In dem Moment, wo die Wählermeinung umschwenkt, die allerersten, die sofort wie Fähnchen im Wind umschwenken, sind die Politiker, weil sie ihren Posten nicht verlieren. Das ist das, was ist.
Jetzt schauen wir, diese Pixel-Lautsprechergespräche sind auch eine Form des Mythos, denn sie bestehen nur aus Märchengeschichten, nachgeplappertes, angelesenes Wissen, was der sagt, was der entdeckt hat in der Physik, nichts anderes, von denen du Geistesfunken, die eigentlich denn Metaphern, dein eigenes Licht, das sich in dir spiegelt, dein eigener Charakter, erkennen solltest und erkennen kann plus E Quadrat. Das ist das rote Ich in Verbindung mit mir. Und das ist dein Test. Zu zwei. Von der geistigen Tiefe, das ist der Deep State. Der Verschwörungstheoretiker, die Reichen, die Illuminaten, die alles steuern, die mittlerweile das Medienmonopol haben. Du wirst merken, die Presse mittlerweile, ich schaue gestern, normal gesprochen, kurz eingeschoben mit meiner Frau Nachrichten, dann kommen hier Bilder von Krankenschwestern, die erschüttert sind und erklären, wie in ihren Armen Corona-Kranke gestorben sind. Das hat in seriösen Nachrichten überhaupt nichts verloren. Es ist, der ganze Bericht war bloß aus Angst und Panik machen und Mitleid erzeugen. Um nochmal zu bestätigen, wie könnt ihr das nicht glauben, was da außen ist? Ich sage, was du überprüfst, wird sich dein Glauben verwirklichen, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, du kannst jederzeit überprüfen, was du im tiefsten Innern glaubst, wenn du jetzt in deinem Traum, wie in einem Videospiel hier irgendwelche, ob das Hühnerfarmen sind, wo ich gesagt habe, ob das jetzt Krankenhäuser sind, wenn die voll sind, siehst du nur, was du glaubst. Wenn sie leer sind, siehst du auch, was du glaubst. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es sollte dir darum gehen, was bin ich eigentlich selber und was sind die ständig wechselnden Informationen von mir. Ja. Formen der Gnade, die ich selbst bin. Also nochmal von der geistigen Tiefe von IQB 86 Alhin, von Gott im Meer, haben die von dir geistesfunken ausgedachten Leute, Menschen, nochmal Leute, Menschen, das hebräische Wort ist Medim. Das besteht aus Gestalt gewordener Erscheinung, das heißt auch Tod und im Meer. Sterben, tot sein, lass die Toten ihre Toten begraben, halte ich da vollkommen raus. Ja. Wir haben natürlich dann auch noch hier den klassischen sterblichen Menschen, wo ich immer wieder sage, den Enosch, der ist unheilbar krank und gefährlich. Kränkeln in dem Moment, wo du irgendeinen Gedanken von dir menschliche Eigenschaften zuschreibst. Wie definierst du menschliche Eigenschaften? Affen, Primaten oder Geist? Wenn du meinst, Mensch ist Geist, dann musst du den Adam nehmen. Ja. Wenn du Affen siehst, dann hast du kränkelnde, schwächelnde, eigentlich ist er der Eno, schreibt sich ja mit den Waffen noch dazwischen, und dann wirst du meinen, der ist unheilbar krank. Gefährlich, das gefährlichste Tier überhaupt auf der Welt. Kein Tier hat auf dieser jetzt ausgedachten, bewussten Erdoberfläche mit Leben so viel Chaos angerichtet wie dieser Mensch, der vernunftbegabte Mensch, in seinem Geldwahn, in seinem Machtwahn. Das klingt jetzt so streng, aber das Schöne ist, ich sehe das mit einem Schmunzeln, das ist eine Geschichte, wo du zu lernen hast. Das ist eine Traumwelt, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. So, das heißt, diese Leute nochmal von dieser geistigen Tiefe, ihrer eigenen geistigen Tiefe, haben die nicht die geringste Ahnung. Sie interessieren sich nur für ihr fehlerhaftes weltliches Geschwätz und streiten, wer recht hat. Die Katholiken, die Protestanten, die Zeugen Jehovas, alle, sobald du in ein Grüppchen bist, hast du Recht und du gehörst zu den Guten. Von den Geistreichen. Rei ist der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes und Ken, rot geschrieben, heißt Gnade. Von den Geistreichen, Geboten Gottes, wollen sie alle nichts wissen. Du kannst statt den göttlichen Boten auch die Propheten lesen. In der jeden wirklichen Propheten steckt ein Geistesfunke. Ob du den Laber nennst, ob du den Saibaba nennst, da ist immer, ob die schon vollkommen sind, ob du den Karl Renz nennst oder Deberwein oder Eckhart Tolle nennst. Das spielt keine Rolle, das sind alles göttliche Boden. Ob die schon die vollkommene Weisheit predigen können, ist eine andere Frage. Von diesen Geboten Gott, das sind wir selber, das bist du. Du bist der Schöpfer für die Welt, die du träumst. Und all das in Videos rumhängen und dann weiter rezitieren und glauben, ich wüsste irgendwas, sind eine Sackgasse nach der anderen. Es ist so töricht, so geistlos und es wird dir immer mehr bewusst werden. Ups. Wie sind wir denn jetzt?
Habt ihr mein Bild? Jetzt muss man das zurückmachen. Ja. Jetzt misst ihr mich wieder um. Alles es gut. Ist jede Kleinigkeit, wo ich sage. Und jetzt beobachte dich doch ganz einfach. Dann sage ich in dem Hier und Jetzt. Und du wirst wundern, umso mehr du wirklich ein wertfreier Beobachter wirst, wie du immer wieder sympathisierst und das Gefühl hast, das ist richtig. Und du musst jetzt ein Gefühl kriegen, dass egal was in dir auftaucht, ich sage immer wieder, es gibt nicht so niemanden, der in mir auftaucht, der irgendwas behauptet. Es gibt keinen Zeitungsartikel, kein Buch, kein Video, wo ich anschaue, wo ich lächle und sage, die haben recht. Das ist mein Beispiel. Die reden von einem Auto und der eine sagt, das ist ein Stück Schlauch, der andere sagt, das ist eine Schraube, nein, das ist ein Spiegel, das ist ein Kabelstecker. Ich sage, ihr habt alle ein bisschen recht vom Heiligen Ganzen, von dem Auto selber, von dem Selbst, von dem Auto als rot gelesene Selbst wisst ihr nichts. Ihr habt bloß eure blaue Automatik, eure Mathematik, eure Dummheiten, die ihr geistlos in euren Köpfen verwirklicht. Aufgrund von Wissen, wo ihr euch gar nicht denken würdet, wenn sie in euch nicht auftaucht. Und es ist so vielfältig, mit sich zu spielen. Sich für was vollkommen Neues interessieren. Das ist der Schlüssel. Und erwartet es nicht von den Figuren, die du dir ausdenkst. Ich rede mit dem Geist, der träumt. Ich rede mit dem, der mich jetzt sprechen hört. Ich bin eine Figur in deinem Traum. Die denkst du dir jetzt aus. Wenn du genau hinschaust, nur ein Pixelmännchen und eine Lautsprecherstimme. Die anderen zwei Brösel, die ich jetzt einmal Ritter Richter nenne und die Andrea Michaelis nenne. Michael heißt, wer ist wie Gott? Von den Richtern müssen wir sowieso nicht reden. Wie ist das Lebendige, die Flüssigkeit in einem Wachraum? Was ich auch immer dir damit sagen will, könnte ich dir jetzt alles in Wörterbüchern zeigen. Das sind genauso Pixelmännchen. Und was ist jetzt der, der mich sprechen hört? Ist das der Fleischhaufen vom Computer, wenn du an deinen Körper denkst? Am Denker verändert es nichts, es verändert nur die Information sich. Und wenn du dich jedes Mal verunsichern lässt, am meisten verunsichert dich ja dein eigenes Ego. Die Wünsche, die dich antreiben, wo ich immer wieder sage, das Tödlichste sind Wünsche. Wenn du was loshaben willst, versuch das nicht zu bekämpfen, sei einverstanden. Selbst diese Erkenntnis jetzt, dass du noch voll in dieser einseitigen Wertung drin hängst, in dem Sympathisieren mit irgendeiner Seite, Sympathie, Mitleid. Dein Ziel sollte sein, vollkommen apathisch zu werden. Spring in alte Selbstgespräche rein. Alt klingt jetzt schon wieder nach Vergangenheit. Alternieren heißt, du kannst die bloß jetzt wieder hochholen und die waren auch jetzt, die wurden auch jetzt das erste Mal erzeugt. Weil was passiert, passiert jetzt, wenn ich über Mitleid rede. Denn vor Weihnachten, heuer war es ja nicht so schlimm, wenn dann die Spendenaufrufe sind, dann werden dir Bilder eingespielt von hungernden Negerkindern, die da sitzen. Oder die ganze Bildzeitung wie die Syrienkrise. Was eigentlich mit der Syrienkrise? Gibt es die überhaupt noch? Was ist die Syrienkrise? Komplett aufgelöst. Jetzt spring einmal in der spring einfach einmal hier 18 oder 19 Jahre nach Almena in die Vorträge rein, wo ich das mit den Kampfhunden erzähle. Die Zeitung greift was auf und dann schwingt sich das hoch. Was war die letzten Wochen mit der Greta? Mit AIDS? Mit der Schweinegrippe? Was du nicht denkst, existiert nicht. Es gibt noch unendlich viele Pandemien und Krankheiten, die du dir ausdenken kannst. Da du selber als träumender Geist dir das noch nicht rausigst, mache ich das maßgeschneidert in deinem Kopf, bis du vollkommen apathisch wirst, nicht mehr leidend. Mhm. Weil du erkannt hast, dass diese falsche Auslegung des Wortes Empathie. Empathie heißt nicht mitleiden mit irgendjemandem. Du kannst mit einem Gedanken von dir nicht mitleiden. Weil der Gedanke als Ding an sich gar nicht leidet. Im geistigen Bereich kannst du durchaus an einer einseitigen Sichtweise mitleiden. Aber dann leidest du nicht mit, sondern Empathie heißt mein Leid. Es ist dein Leid. Es ist deine ständige dich unvollkommen halten. Schon mit dem Glauben, dass du meinst, dass irgendwas, was du denkst, anders sein könnte, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, du stellst das Leid in deiner ausgedachten Welt. Was ist Welt als Ding an sich? Das ist eine Blackbox. Wir wissen natürlich, wenn man das hebraisieren hast, doppelt aufgespanntes ELD mit 70 Lesen heißt ein Brandopfer. Tausendmal erkläre ich das. Brand, BR, ein polarer Rand. Das ist die Welt deiner Gedanken, wenn die so vergänglich, wie kannst du dir überhaupt den Kopf zerbrechen, was Existierendes am Leben erhalten zu wollen? Existere heraustreten aus, auftauchen. Wo kommt das, was in dir als Information, in dem Punkt, in unserer Kamera Obscura, wo kommt es her? Das kommt aus dem schwarzen Loch, aber aus dem schwarzen Loch geht doch nichts raus, sagen die Physiker. Das ist unsere Obscura, unsere Dunkelheit. Kann ich positiv und negativ lesen?
Ich kann immer, wenn ich sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und ich kann nur den ansprechen, der mich sprechen hört. Und darum sage ich immer mit einer Strenge, wenn du mich sprechen hörst und du machst Daumen nach unten und was redet der für einen Scheiß? Wenn ein Haufen Geist da ist, hör mal nicht den Udo zu, hör mal deinen eigenen Gequatsche in deinen Kopf zu, wie du innerlich Beifall klatscht, wenn was ist, wie du dich aufregst, wie du hochgehst. Die Gefühle, die du empfindest, das ist deine Empathie für dich selbst. Dass ich hier vor 15, 20 Jahren schon hingewiesen habe, wenn eine Spenden, es ist die größte Lüge, wo dein Ego macht, dass du sagst, du redest dir ein, ich mache das ja, weil ich denen helfen will. Kannst du dich erinnern, Andrea, was der Schlüssel ja. ist? Du wirst ja. mit einem Bild, mit einer Situation konfrontiert in deinem Traum, das auftaucht, wo du plötzlich ein extremes Mitleid mit irgendwelchen Menschen oder Tieren empfindest, die als Ding an sich ja gar nicht leiden. Und jetzt kommt der große Hammer, du fühlst dich schlecht. Aufgrund dieses Reizauslösers reagiert dein Programm mit einem extremen Unwohlsein in dir. Du nennst es dann Mitleid, Mitgefühl. Das ist nicht, das ist dein Leid. Das entsteht, weil ein Bild auftaucht, das du einseitig auslegst. Das hast du mal schon von vornherein gar nicht mitkriegst, dass das eigentlich das mal bloß ein Bild ist. Kann man nicht auch auf der Verabrede sehen, sind trotzdem Bilder. B-I-L-E-D-E-R hebraisiert im Kind erweckt. Und jetzt spendest du. Und deine Logik ist natürlich vollkommen logisch. Du machst es, weil du helfen willst. Du willst dein eigenes Leid loshaben. Du fühlst dich nämlich, sobald du spendest, fühlst du dich dann besser. Die Spendengelder, die du überweist, was ja wieder Hirnwichserei ist, wisch und weg, dann fällt es wieder in dich rein, ist ja auch nur ein Gedanke. Das ist wie eine Medizin, die du in dich reinschmeißt, dass du dich besser fühlst. Dein Ego erklärte, du hast es ja gemacht, weil du denen helfen willst. Habe ich übrigens viele, viele Beispiele in Filmvariationen, dass es so ist. Sobald dein Bewusstsein in dir wächst, wird es immer klarer, dass der Einzige, der dich dein hier und jetzt ausgedachtes Leben verarscht hat, es ist der Intellekt, der Schwamminhalt, den du vollkommen geistlos nachhältst. Angelesenes Wissen, geistlos nachgeplappertes Wissen vom Hörensagen, tief strukturierte Programmierungen im Elternhaus, in der Psyche, sogenannte Jugendtraumas, Trauma, Traumschöpfung. Holofeeling ist göttliche Psychologie, Seelenforschung, wissenschaftlich gesehen einfach Programmanalyse. Aber ohne unbewusste chronologisch-raumzeitliche Auslegung. Das heißt, du solltest nur noch einem vertrauen, nämlich dir selbst. Aber da musst du zuerst das dir selbst rot gelesen, dem Geist, der du bist, da musst du zuerst ich werden. Ich bin der, der sich alles ausdenkt. Bist du schon ich? Das ist natürlich jetzt rot, weil jetzt haben wir ja schon wieder einen Gedanken an etwas. An einen Geist, der sich alles ausdenkt, so wie ich an einen Gott denke. Das ist ein simples, ganz simples, einfaches Beispiel. Du musst da nichts tun. Es verändert sich. Als träumender Geist kannst du nur schauen. Aber jetzt, da der träumende Geist ja auch was vorgestellt ist, ich erkläre immer wieder dieselben Sachen, geschehen lassen. Und du wirst jetzt dann, wenn du da reinschaust, die einfachste Sache, um was loszuwerden, ist einfach nicht mehr zu denken. Was passiert jetzt, wenn ich was loshaben will? Und jetzt kommt diese eigenartige Doppelform der Verneinung. Sobald du was loshaben willst, denkst du an das, was du loshaben willst. Und so kriegst du es nicht los. Sobald du was bekämpfst, denkst du ständig an das, was du bekämpfst. Wärst dir vollkommen gleichgültig, wärst nicht mehr da. Und dann merkst du jetzt, was du hilflos, wie mächtig in dir noch dieses Nicht-Haben-Wollen von etwas drin ist. Ob das Kopfschmerzen sind, das erfordert erst einmal, dass du an deinen Kopf denkst. Wann denkst du an deinen Kopf? Auch Sätze, die ich seit 20 Jahren predige. Du wirst feststellen, in der Regel, wenn du an deinen Kopf denkst, meistens, bei den meisten, hängt vom Programm ab, gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Dann hast du entweder Kopfschmerzen, du schaust in den Spiegel, die Frisur passt dir nicht, das passt dir nicht, die Falten passen dir nicht. Es gibt natürlich einige, die sagen, bin ich geil, bin ich schön, ich bin ja der Schönste, ich bin der Beste. Es sind aber ganz wenige. Mhm. Nehmen wir mal die Jungen, diese einheitsgeschalteten Gesichter jetzt, die dir eingespielt werden in den Medien, in Facebook, die ganzen Influencer, da haben wir schon wieder die Grippe. Das sind doch alles kleine Huren, mediengeile Huren, Schlampen. Fräulein Grippe, wer hat sie noch nicht gehabt?
die mittlerweile hier entweder mit Operationen ein bisschen was machen lassen. Wenn du jetzt wieder den Eindruck hast, dass es negativ ist, nicht, ich weiß nicht, auf vielen Führerscheinprüfungsbogen hin, so gleichgeschaltete, hässliche Gesichter mit aufgequollenen Lippen und was man mit der Medizin nicht machen kann, wird dann mit dem Photoshop noch hingebogen. Für die, die sie sich ausdenken, dass sie toll rüberkommen. Geschmack. Ein altes Beispiel von mir, wenn man jetzt älter ist, wenn man mal so über die 60 geht, 70 geht, blätter mal in deinem Lebensbuch zurück, was du als Frau, wenn du die Frau, die Rolle einer Frau spielst, du Geist, was du als schön empfunden hast, die letzten 60 Jahre. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die 70er reinfahren, wenn man in die Disco gegangen ist, ja. Wenn du jetzt Bilder siehst, da stehen dir die Haare, die Frisuren, Fukuhila, es war vollkommen normal. Es ist immer alles vollkommen normal, sobald ich mich entgeistert habe und irgendeine Mode trennt. Wie ich immer sage als Udo, modern ist modern. Es ist Zeit, es ist eine zeitabhängige Erscheinung, ein Kommen und Gehen von Phasen, von Vorstellungen, von richtig und verkehrt, von gut und böse. Lass es sich aber verwandeln, halt nichts an nichts fest. Bei der Mode machst du das automatisch. Immer wenn eine neue Mode kommt, sieht das erst einmal beschissen aus. Bis eine Zeit lang da ist, dann gewöhnt man sich dran und dann wird es plötzlich schön. Dann wird es normal. Ich weiß jetzt, wenn ich zum Beispiel in die 70er gehe, da hatten alle lange Haare, die Beatles-Frisuren, wo dann gekommen sind. 74 Weltmeisterschaft, denke mal an Breitner, was die für Blöcke draufgekommen haben. Ja. Da vogt alle. Selbst der Nachrichtensprecher, hochkonservativ in der Tagesschau mit so großen Grägen. Es wandelt sich. Wer steuert es eigentlich? Nichts anderes ist jetzt mit Tattoos, mit Piercing. Man meint immer, das ist für die Ewigkeit. Und den Innersten kann austauschen. Das ist meine kleine Geschichte mit den Punkern und mit den Bankern. Dass die rebellieren, die meinen, die sind besonders. Nee, die sind ganz normal, nur mir, dass sie Rebellen sind. Ich habe hier so eine Kleinigkeit, das müsste ich fast noch ansprechen. Und zwar geht es hier, nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es und das ist mein Blut und trinkt es. Das ist so interessant, der Vers, wenn du das jetzt eingibst in die Suchmaschine und tust einfach einmal diesen Jesus-Vers zitieren und dann schaust du mal, wie Theologen darüber reden, wie sie das erklären. Diese Sätze. Können wir ganz kurz einmal, ist irre, da stehen dir die Haare zu Berge, die Erklärungsmodelle, wie sie das erklären, die einen sagen negativ, die fremdenfeindlich sind, das ist ja Kannibalismus. Ja, das muss man symbolisch verstehen und so weiter und so fort. Es macht sich keiner die Mühe, einfach ein Wörterbuch in die Hand zu nehmen. Da muss man natürlich den Sprung jetzt, das Neue Testament, vom Griechischen ins Hebräische machen, dass ich immer wieder sage, dass das einmal das Wort Fleisch im hebräischen Bescher heißt in jedem Wörterbuch auch die göttliche Botschaft. Nehmt hin, das ist meine göttliche Botschaft. Das sage ich jetzt zu dir als IUB, meine Ohrenbarungen. Diese Ohrenbarungen des JHWH sind meine göttliche Botschaft und esst es, seid es selber, dann beginnt dieses Spiel mit Ich bin du. Und trinke das Blut. Ganz wichtig, das Blut ist ja im Adam schon mit drin, unser Damm. Bilut, deutsches Wort Blut, hebraisiert, heißt in einer Hülle stecken. Das heißt, Tri ist meine Reihe. Erzeugt das Fundament. Und trinken heißt eigentlich, wiederhol es wieder in dich rein. Mach dich wieder eins mit dem Zeug. Die Hülle selber, die dich einhüllt, aber wo kann ich das reinholen, wenn ich weiß, dass es schon in dem Mittelpunkt in unserer Kammer Obscura drin ist? Das ist das Fleisch und das Blut. In jedem Wörterbuch sofort zu lesen. Gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, das Blut zu schreiben, dann kommst du zum Klimakterium, aber es wird jetzt zur Himmelsleiter. Die führt aber nicht nach oben und nach unten, sondern ins Zentrum zurück. Ja. Und da hast du jetzt Theologen, so viele Seiten, die mit einem Geschwätz immer raumzeitlich, und der hat gesagt, und der hat gesagt, und der sagt, man muss das auch so sehen. Ich sage, das ist so unendlich simpel. Wir können auch das deutsche Wort Fleisch nehmen. Ich drehe sogar das rechts nach links lesen mit jedem Wort. Wenn du den Wortschatz dazu hast, dann wirst du feststellen, unser Fleisch, ich habe ich gerade schon erklärt, ist Elef wieder,
Fle is bella, das heißt das Wunder der Gestaltwerdung. Das ist das Fleisch, darum inkarnierst du ja. Aber die Vorsilbe in, so oft darauf hingewiesen, hat auch zwei Seiten, nämlich innen und Verneinung. Wenn was in dir drin ist, ist es eigentlich nichts, weil das ja in dem Punkt ist. Aber es ist dann zwangsläufig auch alles. Wie oft erwähne ich dieses sogenannte, du bist doch ein Individuum. So nennst du dich ja selber, so haben wir dir das in der Schule gelernt. Da muss ich zuerst einmal wenn dass dieses Dividuum, da steckt die Division mit drin, heißt geteilt. Individuum ist zuerst einmal etwas Ungeteiltes, die Vorsilbe in als Verneinung, das in sich selber geteilt ist. Kann ja. Ich was teilen, ohne dass ich das teile? Ja. Mit dem Trick geht es. Ich kann plus 5, ja. Minus 5 machen, es ist aber in der Synthese eine Welle. Und du kannst dann die zwei Seiten, das kann man nochmal spiegeln, da ist immer die 16 Seiten sind so wichtig, einfach zu wissen, ich habe jetzt zuerst einmal, wenn ich den Geist, das Bewusstsein und den Intellekt dazu habe, aus jedem Gedanken, den ich denke, kann ich 16 verschiedene Versionen machen. Richtig verkehrt, verkehrt richtig. Klingt jetzt unmöglich, was du irgendwann nochmal lernen müssen. Was passiert jetzt, wenn ich einen Säugling vor mir habe, der noch in die Hosen scheißt vor lauter Angst, sich eine Maske drauf macht, weil er eine panische Angst hat, dass er seinen Körper verliert. Das, was an seinen heiligen Körper hinkommen könnte, er müsste eigentlich bloß schauen, dann wird ihm vielleicht als Geist nochmal aufhören, dass dieser Körper immer nur dann existiert, wenn er ihn denkt. Und dass er als Geist, der etwas erlebt in seinem Kopfkino, dass er auch dann was erlebt, wenn er in keinster Weise an seinen Druckennasen auf den Körper denkt. Was übrigens hundertprozentig sicher ist. Also wenn du das jetzt einem erzählst, als Brösel unter Brösel, da wirst du feststellen, manche nicken und sagen, stimmt eigentlich, aber. Aber. Das ist wie bei First Dates. Es war ja sehr nettes Gespräch mit dir. Es war sehr nett, du bist sehr sympathisch. Aber. Eine nähere Beziehung kann ich mir mit dir nicht vorstellen. Genau. Wenn er sich schon mit mir vereinigen, ich bin nichts. Dass er dann aber automatisch alles wird, das bedeutet Holophilie. Du musst so wenig opfern, um alles zu bekommen. Das bisschen, was du jetzt sagst, das bin ich. Und für das bisschen Haar, mein Wissen, kriegst du was, was du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Und da musst du nichts tun, es ist ein Akt der Reife des Geschehenslassens. Du wirst dann immer wieder merken, wie du sympathisierst, immer an das Wort Sympathie denken, dass du was toll siehst, bis du einen Zustand hast, dass egal was einer behauptet, du das auch toll siehst. In der Spiegelung. Und das erkläre ich mit den kleinen Beispielen, mit den Klingeling-Beispielen. Wir haben eine Seite, die dir logisch erscheint und eine Seite, die genau gespiegelt ist, die du überprüfen kannst. Das gilt jetzt übrigens für das Wissen der Welt und für Holofeeling. Das Wissen der Welt erscheint dir logisch. Du kannst aber 99,9% nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das, was ich dir erzähle, kann jeder 13-Jährige auf der Stelle überprüfen. Wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Und dann willst du einmal in den Himmel, weil du weißt, wenn ich in den Himmel bin, dann bin ich nicht unten. In die Hölle. Der Mittelpunkt. Wo geht alles hin? Schon die Frage, wo gehen wir hin, ist die Frage nach einer Zukunft, nach einem woanders. Das fällt alles weg. Es wird unendlich leicht. Es beantwortet sich jede Frage von selbst, wenn du nur noch in Kategorie 3 Fragen denkst. Das ist die Frage, warum ist das jetzt? Weil ich jetzt träume, weil ich es mir denke. Und ich kann mir nicht raussuchen, was ich träume. Gott unterhält mich in meinem Traum, sehr lehrreich. Jetzt ist natürlich dieses Unterhalten und Überhalten. Ich habe doch gesagt, wir können das austauschen. Fällt mir was ein oder taucht in mir was auf? Wir können die Buchstaben rot und blau machen. Und umso mehr ich das perfektioniere, umso mehr begreife ich, was der eigentliche Mittelpunkt ist. Diese Balance, diese absolute Balance halt zwischen den zwei beziehungsweise den 16 Seiten. Dann zentriere ich mich immer mehr in diesen Stachel, in das Zentrum, in den Kentrum.
Und der Stachel ist ja, wie der Name schon sagt, SD, bewusst immer sein der Bruder, ach, Gottes. Gott sind alle Brüder, ich nenne das Geistesfunk. Brüder und der Brüder. Ja, was ist dann mit den Schwestern? Schwach heißt nichts. Schwach heißt nichts. Und Esther, Aster geschrieben heißt, dieses Nichts, in dem ich mich versteckt habe. Wörtlich übersetzt. Ich erwähne nochmal das Buch Esther, wenn du dir die Einheitsübersetzung holst von den großen Theologen. Es gibt ja so viele deutsche Übersetzungen dieser Heiligen Schriften. Die Einheitsübersetzung ist der Versuch gewesen, eine Einigung zu finden zwischen Katholiken und Protestanten, sagst du mal. Lassen natürlich viele andere christliche Sekten, die wir jetzt uns ausdenken, die haben die ganze Zeit nicht existiert, Zeugen Jehovas und so, außen vor. Es geht, sagst du mal, um die zwei großen staatlichen Blöcke, Katholiken, Protestanten. Die Einheitsübersetzung war ein Gremium von Professoren, die hier in Kleinigkeiten, in Feinheiten, durch diese vielfache Auslegungsmöglichkeiten einen Kompromiss gefunden haben. Das ist die Einheitsübersetzung, wo es dann heißt, diese Einheitsübersetzung wird von der katholischen und der protestantischen Kirche als richtig anerkannt, also als zulässig, abgesegnet. Diese Einheitsübersetzung hat eine Eigenart. Wenn du die holst, die kriegst du für 8, 9 Euro in jeder Buchhandlung. Internet. Wenn du dir die holst, ist eine Eigenart, dass vor jedem dieser Bücher im Alten und im Neuen Testament eine kleine Beschreibung, wann das geschrieben wurde, chronologisches Denken, Bruch des zweiten Gebotes, wann das geschrieben wurde und was da groß geht, mit wenigen Worten, und da beginnt praktisch diese Einheitsübersetzungsfassung. Und ganz interessant ist es beim Buch Esther, dass die in diesem Vorwort im Buch Esther, hol dir eine Einheitsübersetzung, sogar darauf hinweisen, dass das Buch Esther in dieser Fassung, was wir Bibel nennen, Neues und Altes Testament, das einzige Buch ist, in dem der Name Gott nicht ein allereinziges Mal erwähnt wird, weder als Elayom noch als Jahwe noch sonst irgendwie. Das ist die große Ausnahme, Esther. Dieses hebraisiert ASDR heißt Fossebe Aleph, ich werde versteckt sein. Bei SDR heißt ja zum einen das Geheimnis, und widerlegen, versteckt, versteckt, ich werde versteckt sein. Und dieses Buch Esther, wie gesagt, ist die große Ausnahme, weil ihm der Name Gott nicht erwähnt wird oder Jahwe erwähnt wird. Das erklären die noch in dem Vorwort. Und dann fängst du die Übersetzung, diese genehmigte Übersetzung an, da kommt auf den ersten zwei Seiten schon zwei, dreimal das Wort Gott. Weil das haben sie dann richtig gestellt, das kann ja nicht sein, dass die Gott weglassen. Wie war das nochmal hier in der Enthüllung, in der Apokalypse, in der Enthüllung, die Hülle wegmachen? Das ist die Enthüllung, wo ich immer wieder darauf hinweise, wenn der Menschensohn kommt, stille stehen wird die Zeit, es gibt bloß noch jetzt und der erste Himmel und die erste Erde, ich sage jetzt immer in Klammer, die du dir bisher ausgedacht hast, ob das eine Kugel, eine Scheibe, eine Hohlkugel, egal was, werden vergehen. Und das Meer wird nicht mehr sein, das ist Elayom, es ist kein Gott mehr, den du dir denken könntest, weil der ewig ist, weil der immer ist, weil der vor allem Existierenden steht. Und der Menschensohn steht mit einem Bein auf, beziehungsweise ist im Meer und mit dem anderen Bein, das sind die Wellen. Ich könnte es auf oder im Meer ist die 200 Gramm rote Gnede. Und der Rand, das Land, die Welt, ELD, das polare Rand, opfern. Opfer steckt der Schöpfer schon mit drin. Dann wirst du zum bewussten Schöpfer, weil du für jeden Augenblick, den du denkst, den bestehenden Gedanken opfern musst, dass ein neuer Gedanke in dir auftauchen kann. Ja. Jetzt musst du es bloß irgendwann einmal schaffen, dass du aus dieser Einseitigkeit rausgehst und dass du das Prinzip verstanden hast. Ja. So viel zum Thema Theologen und Heiligkeit. Und heißt dann nicht in dieser Johannes-Offenbarung, in dieser Apokalypse, in der Enthüllung, es darf an dieser Heiligen Schrift weder was hinzugefügt werden, noch was weggelassen werden. Wenn du was hinzufügst, zum Beispiel die Wörter Gott in der deutschen Übersetzung von Esther, werden dich all die Plagen treffen, die in dieser Heiligen Schrift geschrieben stehen. Und wenn du was weglässt, hast du den anderen in deinem Heiligen Himmelreich verloren. Und jegliche Art von einseitiger Auslegung eines Wortes, wenn für dich Krebs bloß eine Krankheit ist oder Udo bloß ein Udo ist oder Ritter bloß ein Ritter ist oder die Andrea bloß eine Andrea ist, zum Beispiel die wichtigste, dann lässt du was weg, nämlich diese Tausenden, Abertausenden von anderen Andreas, die es auch noch gibt.
die natürlich nur existieren, wenn du sie denkst. Aber im Hintergrund trotzdem Programme in unserem Internet sind. Bücher leben in unserem Bücherregal. Also versuch nicht, diese Unmenge an Größe dir vorzustellen. Du kannst in einem ganz kleinen Bereich bleiben, in dem, was hier und jetzt ist, was komplett überschaubar ist. Jetzt könnte ich natürlich in dieser Kamera Obscura eine Spiegelung mal reingehen. Das wird uns jetzt dann zum Gesetz von Dawless bringen. Dieser Satz des Dawless, muss ich fast nochmal, warte mal schnell, wenn ich den habe. Weil wir waren ja in der Kamera Obscura in unserem Gewölbe. Warte mal schnell. Das ist, die ganze Physik ist mir lieber wie die Heiligen Schriften, wobei die auch wichtig sind. Ich sage, es ist nur andere Darstellungsform. Schau mal ganz kurz her, das ist spaßig. In diesem Video erkläre ich dir, was der Satz des Thales ist und wie du diesen verwenden kannst, um bestimmte rechtwinklige Dreiecke zu konstruieren. Habt ihr einen Ton? Ja. Den brauchen wir eigentlich nicht, aber wir schauen uns das ganz kurz an. Der Satz des Thales, bisschen Schulbildung, wir haben hier eine Nulllinie. Und wenn du jetzt hier von der einen Seite an irgendeinem Punkt an den Kreis hier, das ist jetzt der Punkt C. Wenn du hier eine Linie ziehst, egal an welchem Punkt im Kreis, in diesem Halbkreis, und dann dieses C mit der anderen Seite verbindest, ist es immer 90 Grad. Ja. Der Winkel Gamma bleibt immer 90 Grad groß. So, und was jetzt hier zweidimensional in unserer Kamera, in unserem Gewölbe, das ist ja eigentlich erst flächig betrachtet. Jetzt denk dir, das wäre ein Halbkugel. Dann wirst du feststellen, dass das auf eine Dreieck-Grundecke bezogen, die Halbkugel mit dem Mittelpunkt, kriegst du hier immer ein Winkeleck. Das ist egal, wo du schaust immer in eine Ecke. Ja. Wenn jetzt das eine Halbkugel wäre. Und die Ecke, in die du reinschaust, die ist eigentlich in dir. Ja. Und jetzt können wir hier nochmal der Gegenteil dazu, die andere Halbkugel machen. Und du wirst merken, du landest, wenn ich dir das genau erkläre, in unserem großen Gesetz dieser Hüben 3 und Drüben 3, diese Struktur, die rein arithmetisch ist. Und da geht es natürlich noch um einiges weiter, dass meine kleinen Videos, wo ich reinstelle, warte mal einen kleinen Moment. Da holen wir uns jetzt einmal hier eigene E-Books. Das sind ja etliche Farbenspiele. Die Holoarithmetik 2. Da habe ich oft so kleine Zusätze zum Hauptwerk. Das ist ja dieses Spiel, und jetzt müssen wir da ganz kurz nochmal. Ich denke mir so viel, das ist so verknüpft, wenn du immer meinst, das sind Zufälle. Den Holger ist jetzt aufgefallen, das kann gar nicht sein. Du hast in unserem Chat auf dieser Eintrag und innerhalb von 2-3 Minuten haust du irgendein Lied und stellst es hier an die Stelle 3 Minuten sowieso rein. Und das passt genau zu dem Eintrag. So schnell kannst du das ja gar nicht hersuchen unter Tausenden von Liedern. So, jetzt schon mal gut aufgepasst. Ich mache das immer jetzt. Worauf ich jetzt hinaus will, jetzt hoffe ich, dass ich das auf die Schnelle finde. Da müssen wir jetzt ganz kurz nochmal. Ah, nein, da kann man Folgendes machen. Zurück. Dann nehmen wir ganz einfach, das hat nämlich der Rero reingestellt, Holofeeling. Ganz kurz, ich zeige euch jetzt mal was. Das ist dieser letzte Eintrag. Okay? Ja. 45 ist Adam. Bei 2, 3, 4, 3. Die 3 habe ich jetzt hinten dran gehängt. Ja. Das ist die 3, 4, 3. Ja. Fragen? Nö. Fragen? Nö. Und schon, glaubst du wirklich an Zufälle? Ja.
Es ist immer wieder, wenn ich normalen Menschen solche Sachen zeige, das macht dich zuerst einmal sprachlos. Das macht dich zuerst einmal sprachlos. Ja. Dass ich immer so, wenn ein Physiker komme, wenn ich dir die ganzen physikalischen Formeln, die Naturkonstanten im Dennach zahlenarithmetisch zeige, ich sage, was hält dich noch dran fest an diesem vollkommen geistlosen Geschwätz deiner Elite, ob das politisches Geschwätz ist, ob das theologisches Geschwätz ist. Es ist Materialismus, es ist Raum, unbewusstes raumzeitliches Denken. So wirst du die eigene Ewigkeit niemals wirklich verstehen, wie der Einswert mit der Ewigkeit, in der du dich immer befindest. Das ist aber nötig für deinen Wachwerdeprozess. Aber jetzt ist auch wieder das Wach geht wie mit Plus und Minus, was ich ganz am Anfang dieses Gespräches erzählt habe. Wann bist du wach? Du kannst wach sein, heißt, dass ich jetzt etwas bewusst wahrnehme. Aber dazu musst du träumen. Das heißt, wenn du wach bist, schläfst du eigentlich. Und schlafen im klassischen Sinn tust du eigentlich, wenn du glaubst, jetzt wach zu sein, so wie ein Materialist sich das vorstellt. Dass das, was er sich denkt, unabhängig von ihm existiert oder das, was er sich jetzt denkt, in der Vergangenheit schon war, bevor es er gedacht hat. Und das ist für ihn hundertprozentig sicher. Ich wünsche mir, dass du das jetzt auf dich wirken lässt. Wie unendlich geistlos ist ein Glaube, dass du jetzt etwas denkst, das jetzt entsteht, weil du es denkst, das hier und jetzt in deinem Kopf ist. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass das schon da war, bevor du es gedacht hast. Dass das schon da war, bevor es dich gegeben hat, wenn du was in die Vergangenheit denkst. Wie definierst du 100% sicher? Das ist jetzt das Klingeling-Beispiel, dass ich vom Klingeln weiter außen ein ist, der mich anruft. Dass du aufgrund des Klingelns, was ich sage, dir jetzt zwanghaft einen ausdenkst, der aber nicht existiert hat, bevor du nicht daran gedacht hast, auch kein Telefon existiert hat in deinem Kopf. Es ist zwar da gewesen in deinem Speicher als Möglichkeit, dass du zur Existenz machen kannst. Du machst alles zur Existenz, in dem Augenblick, wo du es denkst. Aber das ist hier und jetzt deine Information. Das ist in dem Punkt zwischen dem schwarzen und dem weißen Loch. Das Loch. Das ist schwarz. Was bedeutet das jetzt? Ist es dann grau? Oder ein Kompromiss? Weil beide sind extrem gedacht nichts. Ist das Schwarze genauso wie das Weiße. Das schwarze Loch ist all, vollkommene Implosion bis zu einem Punkt, wo zwangsläufig, denk wieder an unser Vakuum, wenn ich mir an Materiekugel denke, muss außenrum nicht Materie sein. Wenn ich das spiegeln tue, wenn innen nichts ist, muss außenrum ein geschlossenes Gefäß sein. Das führt dich zur kybernetischen Schleife mit dem Heizkörper, wo du feststellen wirst, dass nichts und niemand was befüllt. Der, der wirklich bestimmt, ist außerhalb dieser Schleife, weil das eine Vorstellung ist. Du bestimmst da die Naturgesetze. Und mit was bestimmst du die Naturgesetze in deiner Traumwelt? Mit dem Intellekt, mit dem Programm, das du zum Denken benutzt. Abi, der Charakter, das in dich eingeprägte schöpferisches Wissen deines Intellekts, das schöpferische Wissen eines Programms. Das Programm als Ding an sich selber ist natürlich kein Schöpfer, ohne dass ein Computer da ist. Eine Energie da ist, die dieses Ding, es ist nur ein Regelsystem. Regelsystem und Daten. Was hat auf einer Festplatte an Regeln, Software und Daten da ist. Aber das als Ding an sich ist weder selber Schöpfer, noch in irgendeiner Form was Geschöpftes. Habe ich so oft erklärt, dass ein Programm als Ding an sich gar nicht denkbar ist. Immer nur als Gefäß. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja. Es wird immer klarer, es wird immer klarer und man wird dann immer mehr die Ruhe immer wieder sehen, wenn du rausdriftest. Die Wünsche, sehr bewusst jetzt auch hier mit Andrea, das ist ja nicht Vorwurf, das ist ja ein Lernprozess. Du warst jetzt hier die letzten Jahre jetzt bei dir, Andrea. Das ist das Wissen, ich sage, du kannst, wie weit du bist in deiner geistigen Entwicklung, merkst du dann in deinen Frieden, den du hast. Oder an deiner Getriebenheit. Du musst aber zuerst einmal der werden, der schaut, wie fühle ich mich eigentlich. Wie weit bin ich noch voller Wünsche? Wie weit bin ich noch voller Unzufriedenheit? Das zeigt dir letztendlich, wie weit du noch voller Ego bist. Weil das alles ist Ego, dein Konstrukt, wer dein Interpretationsprogramm macht. Und dann kommt da so ein Zwischending, wo du merkst, wie du noch unzufrieden bist, wie du voller Wünsche bist.
Und wenn du das dann vollkommen überwunden hast, dass du ohne an dem Programm was zu verändern, das ist jetzt wichtig, immer wieder, wo ich sage, die Rolle, den Charakter, immer an den Schauspieler denken, auf der Bühne, das verändert mich überhaupt nicht. Du hast ja nicht das Bedürfnis, wenn du jetzt meinetwegen hier irgendein schönes Buch liest, ein Roman, an Hesse zum Beispiel, Narziss und Goldmund, irgendetwas an diesen Charakteren zu verändern. Im Namen der Rose. Willst du irgendwas verändern an diesen Charakteren? Gar nichts. Du lässt dich inspirieren durch diese Charaktere. Du erlebst Geschichten in deinem Kopfkino, die durch dich erweckt werden, und das Programm ist dieses Buch. Jetzt bist du natürlich nur wirklich so passiv, bis das Buch in der Ich-Perspektive geschrieben ist. Das ist übrigens, ich bin du, ist in einer Ich-Perspektive geschrieben. Du bist ich auch. Die ganzen Bücher, die höheren Schriften sowieso, sind in einer reinen Ich-Perspektive geschrieben. Mischt sich dann immer wieder ein bisschen was mit rein, wo ich dann bei manchen Schriften zum Beispiel dann immer noch einen Vorsatz mache, wisse, dass all die Adressen und Jahreszahlen, die jetzt in dir auftauchen, nur Adressen, das sind wie Adressen, wie eine Computeradresse, wo du jetzt eine Vorstellung aus dir herausholst, die in keinster Weise irgendwann in der Vergangenheit so war, sondern die schon immer auf dieser göttlichen Datei vorhanden ist. Alles, was war und alles, was noch auftauchen wird, ist jetzt schon in dir drin. Die Frage ist, was rufst du dir ins Bewusstsein? Das bestimmt zurzeit dein Ego. Darum ist die Feinde, die ich sage, sind so unheimlich wichtig. Jetzt haben wir einen 26 wieder gehabt. Oh. Das Zeichen. Ich bedanke mich für das Selbstgespräch. Wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank. Immer noch eine Runde legen. Ja, das machen wir.